Heute nehmen wir Sie mit nach Sansibar, die Insel der schneeweißen Strände und Gewürze. Wie gewohnt holen wir Sie zu Hause ab, per Flieger über Äthiopien direkt auf die Insel Sansibar. Stone Town, UNESCO-Welterbe. Wir folgen den Spuren von Prinzessin Salme und lernen Land und Leute kennen. Sie wohnen an der Ostküste in den exklusiven Sansibar Collection Resorts. Barasa oder Brise, Sie haben die Wahl. Nach knapp 2 Wochen zurück nach Hause mit reichlich Bildern im Gepäck. Sind auf Sansibar gelandet, dieser exotischen Insel im Indischen Ozean. Und ich habe hier meinen Freund Mo getroffen, er ist nämlich hier zu Hause. Lieber Mo, schön, dich hier zu sehen. Sag mir mal, was ist das Besondere an deiner Heimat, was ist das Besondere hier der Insel Sansibar? Also in meiner Heimat, dass wir haben schöne Meer, wir haben schöne Strände, wir haben nette Leute und wir haben gute Küche und wir haben Sonne und Sonne. Also alles perfekte Voraussetzungen für unbeschwerte Urlaubstage, aber es gibt zusätzlich auch tolle Natur, viele wunderbare Bäume, blühende Landschaften sozusagen und eine große Geschichte auch, denn Sansibar hat eine sehr interessante Vergangenheit. Ja, das ist Sansibar, dass wir haben verschiedene Geschichte von verschiedenen Kolonien. Also, liebe Gäste, kommen Sie mit uns nach Sansibar, zum einen Ihren Urlaub zu genießen und zum anderen einzutauchen in eine ganz andere exotische Welt. Kommen Sie mit, begeben Sie sich mit auf die Spuren der Portugiesen und des Sultans von Oman und Sansibar. Damals, alle Sklaven muss mit den Ketten gehabt, egal wo, in der Kammer, in der Schiff, Exporte von Sansibar nach Madagaskar, immer mit den Ketten. Good day. Good day. Arbena Saba, Arbena Nane, Arbena Tisa, Zero. Amsini, Sina Mili, Sina Tatu, Amsina Nne, Amsina Tano. Das Fleisch von morgen in der Geburtsfarm. Wir probieren die mit dem weißen Fleisch und dem schwarzen Kenner. Also das ist jetzt ein Arbeiter, der junge Mann. Kommen viele Leute hier. Stone Town, hier lebt das alte Sansibar, so wie man es aus Büchern kennt. Hinter mir das House of Wonders, der alte Sultanspalast, das alte Fort. Ich befinde mich auf der Dachterrasse des Maru Maru Hotels, unserem Heim sozusagen, wenn wir hier in Stone Town sind. Wir sind hier oft zum Mittagessen und einige unserer Gäste können hier sogar übernachten. Da seid ihr. Die 1883 gebaut und das war die erste Haus hier mit dem Fahrstuhl, Wasserhahn, Kino, Strom und viele Sachen, deswegen das House of Wonder heißt. Limestone. 1844, hier war das pralle Leben, das ist der Sultanspalast von Toni. Also, was noch übrig ist, heutzutage nur eine Ruine. Damals lebten hier bis zu 1000 Menschen und 1844 wurde hier Prinzessin Salme geboren, in einem dieser luxuriösen Räume des Sultanspalastes. Sie wuchs ja auf, vom Kind zur hübschen Frau, zog später nach Stone Town, verliebte sich in einen Hamburger Kaufmann und
siedelte später nach Deutschland über, besser gesagt flüchtete vor den Racheakten ihres Bruders. Eine spannende sowie auch tragische Geschichte. In Deutschland lebte sie dann in Hamburg und an verschiedenen Orten, zog drei Kinder auf und starb später in Jena, im thüringischen Jena. Wenn Sie das interessiert, liebe Gäste, kommen Sie mit uns nach Sansibar auf den Spuren von Prinzessin Salme, die später dann als Emily Rüthe in die Geschichte einging. Man wähnt sich in einen der alten Sultanspaläste des Sultans von Oman und Sansibar. Hier im Barasa Hotel. Hier sind sie standesgemäß untergebracht, das kann man wohl sagen. Die Villen, in denen unsere Gäste wohnen, sind riesengroß, haben einen eigenen kleinen Pool und liegen direkt am weißen Strand des Indischen Ozeans. Der Garten hier ist tropisch und blüht in den schönsten Farben. Ich bin heute im Brises zu Gast, eines unserer Partnerhotels auf Sansibar. Was unsere Häuser hier auf der Insel auszeichnet, immer erwartet unsere Gäste ein tropischer Garten. Es blüht und grünt überall und immer sind unsere Hotels direkt am Meer, direkt am blendend weißen Strand von Sansibar. Viele Nelken wachsen von der zweiten Insel, heißt der Pemba. Das ist 60 Kilometer vom nördlich. So, Sansibar hier, das gibt jetzt 25% hier Nelken. Das sind die Glühweinbäume hier. Ich habe schon erzählt, das Kindergarten ist der private Teil, das kommt immer von der Kokosnussschale. Wir sind heute über Land unterwegs auf der Insel Sansibar und zwar genauer gesagt in Kitumbi. Das ist ein kleines Dorf mitten auf der Insel, eher im Süden. Und wir stehen hier auf einem Feld. Wo sind wir hier, Mo? Also wir sind Kitumbi jetzt. Ja. Also das, wir haben das eine große Plantage hier für die Reis und wächst in unserer Ort hier zweimal im Jahr. Reisplantage. Du bist ja eigentlich hier unterwegs mit unseren Gästen, um die Insel zu erklären und die Geschichte zu erläutern und uns das Spannende hier zu zeigen. Nun führst du mich auf ein Reisfeld. Bist du jetzt auch Bauer? Ja, eigentlich ich habe zwei Arbeit. Also meine Festarbeit ist in Reiseleiter, aber ich habe auch gute Ausbildung gemacht mit Land und Landwirtschaft. Das heißt, du baust deinen eigenen Reis an für dich und deine Familie? Natürlich. Das ist super. Und ja, alles Handarbeit, alles mit der Hand? Ja, das wirklich. Bei uns hier in Afrika, wir haben keine Maschine oder wir haben wenig Maschine. Also die meiste ist, wir benutzen Hand. Okay. Hand mit der Hacke
Aber du weißt natürlich ganz genau, was du isst. Meine Hand für mein Produkt sozusagen, dein eigener Reis, kommt bei dir auf den Teller zu Hause für dich und deine Kinder. Jetzt schauen wir uns mal dein Haus an. Du hast mir ja erzählt, du hast ein eigenes Haus gebaut, auch mit deiner eigenen Hände Arbeit. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es da aussieht. Ja, das machen wir. Also los. Das ist alles anders. Nach den großartigen Exkursionen bleiben noch Tage für das kristallklare Meer, für die puderweißen Strände und ganz individuelle Momente. Dann geht es wieder nach Hause mit reichlich Bildern im Gepäck. Auf Wiedersehen auf Sansibar.